Hallo, ich bin's Carsten Stahl. Das ist die Mutter von Kasia. Und hier um mich herum stehen viele Freunde und Familienmitglieder von Kasia. Heute wäre Kasia 26 Jahre alt geworden. Sie könnte noch hier sein. Hätten Menschen auf ihr Herz gehört. Auf ihren Verstand. Aber weil Menschen darauf nicht gehört haben, sondern nur auf ihren Egoismus, auf ihre Gier nach Macht und Ruhm, ist Kasia heute tot. Und wir stehen hier an ihrem Grab, an ihrem 26. Geburtstag, den sie nicht hier sein kann. Eine Mutter trauert um ihr Kind. Eine Familie trauert um ein Familienmitglied. Ein 6-jähriger Junge trauert um seine Mama. Weil Menschen weggesehen haben. Weil Medien sich schuldig gemacht haben. Auf eine Person eingeschlagen haben. Mit Worten. Mit tausendfachen Worten. Und fühlt ihr euch jetzt besser? Seid ihr stolz auf euch? Und alle die, die daran mitgewirkt haben, mitgemacht haben, schaut genau hin. Mobbing tötet Menschen. Jeden Tag. In Deutschland, weltweit. Zigtausend. Aber alle machen munter weiter. Keiner sagt Stopp. Keiner hört auf sein Herz. Nein, immer drauf, immer fester drauf. In den Medien, im Internet, bei Instagram. Sogar prominente Persönlichkeiten, die damit Geld verdienen und sich daran ergötzen, andere fertig zu machen. Warum? Weil sie anders sind? Weil sie die Wahrheit sagen. Einer muss nur den Ball lostreten. Und dann rollt die Lawine. Schau genau hin. Du siehst dieses Video. Du beobachtest meine Kanäle. Schau genau hin. Du Vorbild. Du Held. Hast du gut gemacht. Nicht wahr? Machst du immer weiter? Es reicht. Es reicht. Es steht mir bis hier. Es ist die 8. Beerdigung. Wie viele Menschen müssen noch sterben, dass die Gesellschaft endlich versteht, dass Mobbing tödlich ist? Wir dürfen niemals vergessen, dass diese junge Frau gelebt hat. Und niemals vergessen, wie sie zu Tode kam. Viele sagen, sie hat es ja selbst getan. Nein, sie wurde dahin gejagt, gehetzt. Durch die Medien, durch die Menschen, durch einen Menschen, den sie vertraut hat, den sie geliebt hat. Zurück mit deiner Familie und ein kleiner 6-jähriger Junge. Und ich kann nur hoffen, dass ihr alle daraus lernt und die Gesellschaft daraus lernt, damit es nicht wieder passiert. In Gedenken an Kasia. Und jedes Kind und jeden Menschen, der durch Mobbing zu Tode kam. Wo du auch immer jetzt bist, pass auf alle auf. Denn jetzt hat sie Frieden. Und ich kann nur hoffen, dass die Menschen, die noch immer schlecht über sie reden, schlecht über die Familie reden und immer noch sich erdreisten, schlimme Dinge zu erzählen, dass ihr endlich aufhört. Und jeder, der daran mitgewirkt hat, ob die Medien und jeder andere, schämt euch. Das ist unverzeihlich. Danke.